Hallo Leute und willkommen hier bei MeUpperCat. Wir stehen kurz vorm Start des XXL-Reichweitentests. Hier mit dem Trittbrett Fritz. Ihr seht's, er ist ready, er ist voll aufgeladen und zeigt uns hier an 100% Akkuladung, Temperatur 21 Grad. Das ist die Akkutemperatur und Reststrecke 76,5 Kilometer. Naja, ob das stimmt, er soll ja nur, in Anführungszeichen, nur 60 schaffen. Also, ich würde mal sagen, wir fahren los und ich melde mich dann von unterwegs wieder mit dem Fritz. So, nach 7 gefahrenen Kilometern werden mir hier immer noch 100% im Akku angezeigt. Der scheint reichlich optimistisch zu sein am Anfang. Okay, aber ist ja in Ordnung. Wir finden ja raus, wie weit wir hier kommen. Übrigens, die Bedingungen heute, ihr könnt es sehen, richtig schön, richtig gut. Wir haben um die 16 bis 17 Grad Celsius. Wir fahren Strecken, wo es auch mal ein bisschen bergauf geht, so wie hier zum Beispiel. Aber jetzt keine extremen Bergfahrten, ne? So normale kleine kurze Steigungen, die sind mit dabei. Das Fahrergewicht liegt so bei roundabout 88 Kilo und es ist recht windig. Vielleicht könnt ihr das auf dem Mikrofon hören, ich hoffe nicht. Das sind unsere Rahmenbedingungen hier und heute. So, wir fahren einmal hier hoch. Hier haben wir jetzt doch schon ein bisschen mehr Steigung. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier jetzt so bin, wo ich hin wollte, aber ist ja egal. Oh, und schaut mal her, sobald ich hier hochfahre, hat sich der Akkustand auf 86 verändert. Und die Akkutemperatur liegt aktuell bei 33 Grad Celsius. Ja, also das sind schon mal Dinge, die mir gut gefallen. Diese Angaben, die man hier in der App bekommt, die finde ich echt nett. So, geht es hier überhaupt geradeaus? Wir schauen mal. Oder war das eine Sackgasse? Also das finde ich echt nett. Ihr könnt die Fahrtstrecke sehen, ihr könnt die Restreichweite sehen. Inwiefern die jetzt wirklich dann stimmt oder nicht, kann ich auch nicht wirklich sagen. Was ich sagen kann ist, ja, hier ist doch Sackgasse. Ich muss da doch mal drehen. So, also was ich noch sagen kann, bei niedrigeren Temperaturen, ich bin letztens losgefahren bei, ja, waren so 7-8 Grad. Da merkt man schon stark eine Einbuße, was so die Reichweite auf jeden Fall anbetrifft. Steht auch in der Anleitung mit drin. So, wo fahren wir denn? Dann fahren wir hier rein. Da muss man echt drauf achten. Da wäre ich ohne Taxi nicht mehr dort angekommen, wo ich hin wollte. So, aber die Anzeigen, die gefallen mir echt gut. Jetzt sind es 8 Kilometer, 86%. Ich glaube, der hatte sich vorhin einfach noch nicht aktualisiert. Ja, deswegen standen da immer noch die 100. So, wir fahren, wie gesagt, mit 22 km/h in der Spitze. Und ich habe den Sportmodus drin, weil... Ja, mein Scooter hat leider eine kleine Elektronikmacke und er macht öfters mal einfach, wenn ich den Sportmodus rausschalte, schaltet er ihn einfach wieder hinzu. Von daher lassen wir ihn noch direkt drin. So, rechts vor links. Das war eine Fahrschulsituation. Von daher lassen wir ihn einfach mal drin. Wenn ihr natürlich dann nicht im Sportmodus fahrt, dann könnt ihr nochmal mit einer etwas höheren Reichweite rechnen. Bei der Endgeschwindigkeit ändert sich ja nichts. Einzig und alleine, was ich so bemerkt habe, in der Peakleistung. Ne? Er beschleunigt ein bisschen schneller und er prügelt euch auch dann mit ordentlich Speed die Berge hoch. Ja, und das will ich eigentlich heute auch. Von daher fahren wir aus diesem Grund im Sportmodus. So viel dazu. Das Wetter ist ja wirklich ganz hervorragend. Ich stelle mich hier mal auf eine mindestens zweistündige Fahrt ein. 60 Kilometer Reichweite ist angegeben.
50 halte ich durchaus für realistisch. So, wo sind wir hier? Von daher muss ich mir schon so ein bisschen überlegen, wo ich lang fahre, dass ich hier genug Kilometer zusammenkriege. Aber das kriegen wir schon hin. Wenn das einzigste Problemchen ist oder Herausforderung, dann bin ich froh. Also wie gesagt, meine hat leider eine Elektronikmacke, geht deswegen auch nochmal zurück zum Händler. Ich habe es ja beim Unboxing schon gesehen, als ich ihn ausgepackt habe, und er war komplett entladen. Ich musste ihn erstmal ein bisschen aufladen. Das lag daran, dass er sich auch gelegentlich einfach mal abends einschaltet. Und dann bleibt er an. Dann kann man ihn ausschalten und er geht dann irgendwann wieder an. Und das hat er, denke ich, auch schon in seiner Packung getan. Und deswegen über, ich weiß ja nicht, wie lange die Dinger aus China unterwegs sind, bestimmt 2 Monate oder so, hat er dann seinen Akku leer genuckelt, bis er bei mir war, und kam deswegen völlig, ja, tiefenentladen an. Also hier ist irgendwie ein Wackelkontakt in der Elektronik oder sowas drin. Da habe ich einfach Pech gehabt. Dabei ist es so ein schönes Gerät. Der lässt sich wirklich fahren. Die Federung, ein Träumchen. Ich kann es ja hier mal mit euch probieren oder mal zeigen. Wir fahren mal hier den Bordstein hoch. So. Und dann einmal runter. Das ist halt echt angenehm, ne? Wenn er dann so wupp, 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 so schön euch abfedert. Das ist eine feine Sache. Auch der schöne, hohe, breite Lenker gefällt mir echt gut. Die Anzeigen hier im Display sind gut ablesbar. Ne? Ihr habt die ausgegebene Stärke der Energie oder auch der Rekuperation in so einem Balken von blau bis rot. Dann gibt es die Temperatur, die Geschwindigkeitsanzeige, einen Tripmeter. Ihr könnt die Gesamtkilometerstrecke euch anschauen. Ja, da ist eigentlich alles drin. Finde ich ganz gut. Ist schön gemacht. Auch jetzt hier bei Sonnenlicht kann man es noch ablesen. Ja, man kann es ablesen. Nicht perfekt gut, aber ich kann es noch ordentlich erkennen, dass ich jetzt zum Beispiel gerade 30 Stundenkilometer drauf habe. Jammern. Also bergab, wohlgemerkt, geht es jetzt hier. So, wir nähern uns gleich in 10 Kilometern. Ich habe hier neben dem Tripmeter, der hier im Fritz steckt, habe ich auch noch meine Apple Watch gestartet und werde das hier dann GPS-mäßig überprüfen. Aber da schauen wir erst ganz zum Schluss drauf. Ich sage euch immer hier die Kilometer, die mir der Fritz angibt. Das ist nämlich ein bisschen leichter für mich. So, von der Ablesbarkeit her. Okay. Dann würde ich mal sagen, so viel dazu. Jetzt mache ich noch ein paar Kilometer. Und wenn es was zu berichten gibt, dann melde ich mich wieder. So Leute, es ist passiert. Bei Kilometer 12 hat sich der erste Akkubalken hier verabschiedet. Das heißt, wir sind jetzt bei 80%, können dann hochrechnen, das Ganze mal 5. Dann würden wir tatsächlich auf knappe 60 Kilometer kommen, rein rechnerisch. Würde mich wundern, ist aber schon mal ein schöner erster Benchmarkwert. So, und hier bin ich gerade wieder froh über die Federung, denn hier ist ein bisschen uneben das Ganze. Die ganze Wegstrecke, und die ist so sehr, sehr viel angenehmer zu fahren. Was auch immer sehr angenehm ist hier, ist die Zero-Start-Funktion. Das war eine Biene fast in meinem Mund. Lecker. Ist die Zero-Start-Funktion, dass man den Scooter nicht antreten muss, damit es losgeht, damit er fährt, sondern es reicht, einfach den Fahrhebel runter zu drücken und er geht aus dem Stand direkt los. Ist deswegen angenehm, da der Scooter ja doch eher einer der schwereren Sorte ist mit 26, irgendwas Kilogramm. Da ist das schon echt, echt angenehm. So, jetzt geht es hier runter und
Ich lasse ihn einfach mal rollen, mal schauen, boah, wie schnell wir hier werden. 33 Stundenkilometer, yeah. Leider nur mit der Bergabtriebskraft und nicht mit der eigenen Kraft. Die ist dann doch schon eher bei 11 Kilometer weniger ausgeschöpft. So, wo geht's denn jetzt hier genau lang? Ihr seht mich heute etwas unsicher, weil ich auch hier mal neue Strecken ausprobiere. Wobei, hier war ich schon einmal, ist aber schon eine ganze Weile her. Naja, klappt schon mit der Orientierung. Also 13 Kilometer haben wir mittlerweile. Das Fahren ist schön, ist angenehm, macht Spaß. Und ja, wir schauen mal, wie lange die nächsten 20% hier noch halten werden. Wenn der wirklich die 60 schafft, dann wäre ich sehr, sehr beeindruckt. Echt, dann wäre ich sehr, sehr beeindruckt. Aber normalerweise schafft das ja kein Roller oder kein E-Scooter. Die haben ja immer solche Utopieangaben. Da muss man mindestens mal, ja, 20% abziehen, dann landet man so Richtung Realität. So, ich lande jetzt hier vorne wieder Richtung, ja, normaler Straße. Und die werde ich dann auch nehmen. So, wir lassen das Auto mal noch vorbei. Und Zero Start und los geht's. Ach, das ist wunderbar. Ihr habt es vielleicht eben auch gesehen. Als ich gebremst habe, habe ich nur mit der elektromechanischen Bremse gebremst und ich bremse wirklich zu 99,9% nur mit der, denn die ist so kräftig und die packt so gut zu, die reicht völlig aus. Ne, in Notsituationen kann man noch auf die Trommelbremsen dann zurückgreifen, aber so für den Standard reicht die elektromechanische sowas von aus, die ist richtig, richtig, richtig gut. Habe ich so noch bei keinem anderen Scooter gesehen, dass die so kräftig bis zum Stand bremst. Ich mache mal hier eine Bremsung. Achtung, und jetzt. So, und ich stehe. Und das ist auch gerade gut, weil hier rangieren die LKWs sich gerade ein bisschen hin und her. Und wir mogeln uns da mal flott durch. So. Ja, jetzt sind wir hier irgendwo in einem Gewerbegebiet bei Salui gelandet. Glaube ich, da müsste irgendwo der Bahnhof sein. Hinter uns ist eine Schokoladenfabrik und vor uns stehen noch viele, viele Kilometer. So, der Akkustand verkündet mir 70% und 16,4 Kilometer gefahrene Strecke. Und schaut es euch an, wie schön. Stau gibt es auf unserer Spur nicht. Das ist wirklich etwas, was ich am E-Scooter-Fahren sehr schätze. Man steht einfach nicht im Stau. Man findet immer einen Weg drumherum, dran vorbei. Oder wie hier, ist generell dann kein Stau. Ja, oft genug stehe ich beim Auto auch so rum. Aber wenn man dann mal auf zwei Rädern unterwegs ist, kann man sich doch freuen, dass man hier einfach mal so an allen vorbeiziehen kann. Ja, was kann ich euch sonst noch berichten über den Fritz? Er ist schwer, habe ich schon gesagt. Er hat zum Glück hinten so einen Griff, dass man ihn gut tragen kann. Das Zusammenklappen ist allerdings ein bisschen fummelig. Vorne der Mechanismus, da braucht man richtig Kraft für. Und das Einhaken habe ich auch schon schöner gesehen. Aber für ihn so mal kurz ins Auto, in den Kofferraum, auf den Rücksitz zu heben, ist das in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Viel mehr aber auch nicht. Es funktioniert, aber ja, ist eh keiner, den man jetzt eben mal schnell in der Bahn zusammenklappt und sich unter den Arm klemmt. Dafür ist er einfach zu schwer. Den lädt man mal ins Auto und dafür geht das Ganze schon in Ordnung. So, bei 70% stehen wir immer noch. Akkutemperatur übrigens 31 Grad. So, und jetzt geht es hier für uns Richtung Hauptstraße. Aber wir bleiben natürlich hier auf dem Radweg ein Stück. Beziehungsweise
Der Radweg ist richtig, richtig schlecht. Wir fahren dann doch lieber hier durch ein etwas ruhigeres, aber sehr windiges Wohngebiet weiter. Ja, so, schöner Tag zum Scooterfahren. Ah, und hier ist der Verkehr auch viel angenehmer. Ich fahre eh immer gern, wenn es geht, irgendwie die kleinen Seitenstraßen. Das ist viel angenehmer mit dem Roller. Dann hat man nicht ständig das Gefühl, dass einem gleich irgendein Autofahrer den Garaus machen will. Okay, das wäre so der Zwischenstand. Ich melde mich wieder. Wir genießen noch ein wenig die Fahrt. So, Akkubalken Nummer 2 hat sich soeben verabschiedet, ist aber wieder da. Die Akkuanzeige hier, die ist echt so ein bisschen volatil, ne? Die schwankt mal so hin und her. Ich bekomme hier gerade noch 64% angezeigt auf meinem Smartphone-Display. Und gefahren sind wir 19,3 Kilometer. Also eben stand er kurz bei 59, da war dann die Anzeige oder der Akkubalken weg. Und nun ist er wieder da. Akkutemperatur 31 Grad. Also, ja, das ist mit der Anzeige nicht ganz so verlässlich, wie ich mir das immer wünschen würde. Aber er scheint sich jetzt bei 64 stabilisiert zu haben. Ach, da steht ja immer noch das Wasser. Ganz schön hartnäckig. Ach übrigens, noch eine Info, meine kleine Technik-Elektronik-Macke hat sich hier so ein bisschen berappelt. Das heißt, ich fahre auch zwischendurch jetzt hier im Normalmodus und nicht nur im S-Modus. Wir haben dann also so eine schöne Mischkalkulation. Ja, und der Akkubalken hat sich gerade wieder hier verabschiedet. Also jetzt haben wir noch 60% bzw. 59% übrig. Hier haben wir so eine Strecke, da kommt die Federung schon ein bisschen an ihre Grenzen. Hier sind immer nur so Platten und je nachdem, wie die verlegt sind, sind da ordentliche Kanten und die schlagen hier schon durch. Also man fährt nicht, sage ich mal, hier wie auf Wolken, sondern so kurze, harte Stöße, die kann das Fahrwerk nicht so gut abfedern. Aber so größere Unebenheiten und Wellen und sowas, die werden wunderbar weggebügelt. Nur mal so zum Einschätzen, wie gut die Federung funktioniert. Die funktioniert schon echt gut, denn wenn man hier mit einem ungefederten lang fährt oder nur mit Luftreifen, mit dem Nineboard Max G30 D2, dann, ja, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Aber hier kriegt man es eben auch noch mit. Ja, so viel mal kurz zum Thema Federung. Das war ein übler Stoß. Da hört man da doch immer so viel. Also man hört hier vorne auch, man hat natürlich viel mehr bewegliche Teile als bei so einem Standard-Scooter. Durch die Schwingarme vorne und so. Und ich weiß nicht, ob man das auf dem Mikro hört. Aber gerade bei solchen härteren Stößen, jetzt kommt gerade keiner, da hört man es schon mal etwas mehr, ja, dass ein bisschen mehr Bewegung ist. Ne? So rasseln, klappern. Ja, ist vielleicht schon hochgegriffen. Man hört, dass sich da bewegliche Teile bewegen. So kann man es, glaube ich, sagen. Ne? Das hört man schon. Am Anfang dachte ich, Mensch, was klappert denn der da so? Aber ich denke, das ist normal. Da bewegt sich eben ein bisschen was. Und die Teile müssen ja auch etwas Spiel haben. Aber nicht beim normalen Fahren, wirklich nur bei so harten Stößen. Auch wenn ich jetzt hier so ein bisschen wippe, das geht völlig problemlos. Ne? Da hört man nichts. Nö, das ist wunderbar. Nur bei kleinen harten, so harten Stößen, da kommt es durch. Das mag er nicht so. Tja, ich weiß nicht, wie gut andere Gefederte das machen. Er ist ja, ich sag mal, kein billiger Scooter mit 1099 Euro Einstiegspreis. Aber im Feld der vollgefederten E-Scooter ist er ja schon eher das günstigste Modell, das man so straßenzugelassen, glaube ich, finden kann. Wer noch einen günstigeren weiß, der vollgefedert und straßenzugelassen ist, gerne mal einen Link oder irgendwas unten in die Videobeschreibung packen. Ich habe nämlich keinen gefunden bisher.
Was wollte ich sagen? Ja, und dafür macht er das echt gut. Ich finde sein Design einfach auch toll. Also gefällt mir super gut. Hier der Lenker, wie der so gestaltet ist, dann sehen irgendwie die anderen E-Scooter-Lenker so richtig piefig aus. Und er hier sehr schön designt. Doch, fühlt sich auch so richtig rock solid an. Hätte er nur die kleine Elektronikmacke nicht, ich wäre so happy. So, wir stehen jetzt bei 58% beim Akku und 24,3 gefahrenen Kilometern. Hat sich ganz gut stabilisiert. Mal schauen, wie es weitergeht. Wir sind jetzt 28 Kilometer gefahren. Akkustand 48%. Und jetzt will ich doch gleich mal sehen, wie volatil der Stand ist. Denn hier vorne, also da hinten hinter der Brücke, geht es rechts hoch und dann geht es eine Steigung hoch. Und die, ja, ich schalte schon mal um, die fahre ich auch im S-Modus. Ist der jetzt drin? Jetzt ist er drin. Das sieht man echt doch bei direkter Sonneneinstrahlung. Muss man ein bisschen genauer hinschauen bei manchen Anzeigen. Also der ist drin. Und ich will mal sehen, ob sich da von dieser kurzen Steigung und dieser hohen Leistungsabnahme dann auch hier sofort der Akkustand verändert. Also da vorne geht es gleich rechts rum und hoch. Die Akkutemperatur liegt bei 29 Grad. Das heißt, die war schon höher. Die hat sich ein bisschen runtergechillt. So, und jetzt geht's los bei 48%. So, er zieht an, mal kurz noch auf 18 km/h runter, jetzt zieht er mich auf die 22, zeigt mir immer noch die 48% an, 22 liegen an und ja, wir sind im Prinzip oben. Ja, das war nur eine kleine Steigung. Die hat er jetzt aber ganz, ganz solide genommen. Ja, wunderbar. Und dann nochmal etwas rollen lassen, 25 km/h. Und jetzt gebe ich wieder Gas. Er lässt einen oft so weit runterkommen. Das heißt, wenn man über die 22 kommt, dann drosselt er so weit zurück, dass man echt deutlich unter die 20 km/h manchmal fällt. Ah, der war laut. Das könnte noch ein bisschen schöner sein, dass er einen nicht so absacken lässt und dann erst wieder anzieht, sondern so eher auf dem Level hält. Das würde ich mir noch wünschen. Ach, schau her. Jetzt zeigt er nur noch 43% an. Wow, das war ja eine richtige kleine Offroad-Piste. Gott, ja, der Winter hat hier seine Spuren hinterlassen. Da ist man ganz froh, wenn man mit so einem Gefederten hier ein bisschen langzirkeln kann. Das macht schon ein bisschen Spaß. So, hier vorne wird es auch mal spannend. Der Weg ist blockiert, ab durchs Grüne. Ja, geht aber. Da hat man schon nur so einen piefigen kleinen Radweg. Warte, ich fahre noch mal zurück. So, hat man schon so einen piefigen kleinen Radweg hier nur, der echt nicht gut gemacht ist. Und dann wird der auch noch zugeparkt. Meine Güte. So, wir sind übrigens 31 Kilometer gefahren bisher. Und es kann nicht mehr lange dauern, bis sich der nächste Akkubalken verabschiedet. Ich melde mich dann wieder, sobald das der Fall ist.
kann echt nicht mehr lange dauern. So, eben noch gesagt, schon passiert bei Kilometer 32, haben wir nur noch zwei Akkubalken hier auf unserer Anzeige stehen und die App sagt, 37% wären noch übrig. Okay. Ich versuche mal gerade während der Fahrt hier mal von Fahrstrecke auf Reststrecke zu gehen. Und er meint, wir hätten noch 27,8 Kilometer vor uns. Naja, das kann sich, glaube ich, jeder ausrechnen. Ich glaube nicht, dass es noch so viel wird. Dann wären es wirklich 60. Das glaube ich nicht. So, ich schalte nochmal um auf Fahrstrecke. 32,7. Ja, jetzt haben wir wieder 37%. Auf jeden Fall liegen wir unter 40. So langsam beginnt der, naja, ganz leichte Endspurt. Ein Stückchen ist es noch. Ich bin mal echt gespannt, wie weit wir kommen werden. 35,2 Kilometer, 37%. Der Restsaft wird noch angezeigt. Jetzt bin ich gleich mal gespannt. Hier vorne kommt eine recht kurze, aber kräftige Steigung. Da schalte ich nochmal in den S-Modus um. Mal schauen, ob er da immer noch mit 22. Ich schalte jetzt schon mal um. So, S-Modus ist drin. Ob er uns da immer noch anstandslos hochzieht mit 22 Stundenkilometer. So, hier geht's los. 20, 19. 19, 20. Oh. Ganz leichte Krafteinbußen kann man da schon spüren. Also 22 hat er an der Stelle nicht mehr gemacht. So, ich gehe wieder in den Normalmodus zurück. So, auf der Geraden fährt er natürlich immer noch 22. 32% zeigt uns jetzt der Akku an. Das heißt, die Steigung, die hat er schon gespürt. Ich hoffe, ich komme noch dorthin, wo ich hin will. Prozent sagt mir der Akku und 39,3 Kilometer sagt mir hier die Kilometerstandsanzeige. Und jetzt nur noch 27% beim Akku. Oh ja. Jetzt kommen wir langsam hier in die interessante Phase. Die Akkutemperatur liegt noch bei 30 Grad Celsius. Der Wind weht mir immer noch nett und deutlich spürbar entgegen. Also auch das muss man hier ein bisschen mit in Betracht nehmen, dass es heute kein windstiller Tag ist, sondern er bläst schon recht ordentlich stellenweise. Und hier, das ist eine Strecke, da wird man eh immer geföhnt von vorne. Ja, so, würde man sagen, die 40 nehmen wir jetzt noch mit. Und danach geht es langsam Richtung echtem Endspurt. Das Gute ist, ich denke, ich komme an meinem Ziel auf jeden Fall an. Ich bleibe nicht liegen zwischendrin. Aber ich möchte auch wissen, wie verhält sich der Scooter hier so bei den letzten Prozent. Ja, es gibt ja die, die dann sagen, bei den letzten 20, naja, das sind dann gefühlt nur noch 5% und ich fahre ganz, ganz langsam. Oder andere sagen, nö, ich ziehe durch bis zum Schluss. Da schauen wir mal, was der Fritz hier für ein Kollege ist, was das angeht. So, ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt noch hören. Das ist sowas von windig. Naja. 39,9 und... Na, komm. Gib uns die 40. Ja, und die 40 Kilometer sind natürlich noch gekommen. Allerdings war meine Speicherkarte voll. Und ich konnte euch das jetzt hier nicht mehr zeigen, deswegen wird das ein bisschen nachvertont mit älterem Bildmaterial, das ich euch hier einspiele. Allerdings habe ich die Bildschirmaufnahme der App weiterlaufen lassen. Da könnt ihr sehen, wie sich das hier entwickelt hat. Er hat wirklich stark gekämpft bis zum Schluss
Und selbst bei 0% hat er nicht mehr so stark beschleunigt, also nicht mehr mit voller Kraft beschleunigt, aber er ist selbst bei 0% Akkuanzeige noch auf 22 km/h gekommen. Dafür durchaus Respekt, mein lieber Fritz. Und das war dann auch das Endergebnis. Wir sind knapp über 50 Kilometer gekommen, dann war wirklich Schicht im Schacht. Damit hat er im Prinzip gleichgezogen mit dem Ninebot Max G30 D2. Den habe ich ja auch schon zweimal hier im Reichweitentest gehabt. Jedoch, so jetzt kommt der Finger hoch, jedoch, ich habe das Ganze ja jetzt hier nur von den Daten abgelesen, die der Fritz geliefert hat. Und das sind keine GPS-Daten. GPS gemessen habe ich mit meiner Apple Watch gemessen 44,17 Kilometer und damit wäre er dann leider von der Reichweite nicht so gut wie der Ninebot Max G30 D2. Also 6 Kilometer Differenz zwischen GPS und den Daten, die der Fritz anzeigt auf seinem Tripmeter. Wir sagen mal, die Wahrheit liegt in der Mitte und er hat leider das Ziel heute und unter diesen Bedingungen verfehlt. Natürlich könnte man bestimmt noch ein bisschen mehr rausholen mit weniger Wind, mit ein bisschen wärmeren Temperaturen. So bei 25 Grad wird er sich doch richtig wohlfühlen. Und bei dem absoluten Vermeiden von Steigungen, dann kommt man auch noch mal weiter. Aber heute hier in meinem Test hat er eben diese Werte geschafft. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wer noch mehr von diesen Themen sehen will, gerne mal unten in die Playlist schauen. Elektromobilität und wer generell an Technik interessiert ist, der ist auf meinem Kanal richtig gut aufgehoben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.